Die Bundesregierung hat für die Jahre 2019 und 2020 die Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit eingesetzt. Eines ihrer Anliegen ist der Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern über Stand und Zukunft der deutschen Einheit. Ziel der Veranstaltung ist, dass die Bürger miteinander ins Gespräch kommen, dass Ost und West zueinander kommen. Es war eine sehr interessierte Stimmung, als wenn den Menschen sozusagen ganz viele Themen oben aufliegen und sie sprudeln so richtig vor Ideen. Was mir bisher ganz oft gefehlt hat, war immer nur, dass über die DDR gesprochen wurde, über Menschen in der DDR. Und mit denen zu sprechen, das hat selten stattgefunden. Deutschland im Gespräch. Wie wollen wir miteinander leben? War Titel und Motto einer Reihe von Begegnungen zwischen Partnerstädten aus Ost- und Westdeutschland. Zwischen November 2019 und März 2020 wurden 6 dieser Dialogveranstaltungen durchgeführt. Wie wollen wir miteinander sein? Wie wollen wir unsere unterschiedlichen Meinungen aushalten? Wie wollen wir mit unseren Nachbarn klarkommen? Wie wollen wir in der Welt klarkommen? All das, dazu brauchen wir jeden. Diese Veranstaltungen werden ja gemacht, damit jeder, der Interesse hat, hier hinkommen kann und Sachen vorschlagen kann. Und ich finde, dass es viel öfter sowas geben sollte. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus wurden weitere Veranstaltungen abgesagt. Aber im August und September 2020 ging es online weiter. An 6 Abenden wurde zu 6 Themen diskutiert, die der Kommission im Jubiläumsjahr besonders wichtig waren. Ziel ist es, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Sie untereinander ins Gespräch zu bringen. Um herauszufinden, was Ihnen auf den Nägeln brennt. Was möchten Sie? Was bewegt Sie in den Zeiten? Es ging zum Beispiel um die Zukunft des Tags der Deutschen Einheit, ost- und westdeutsche Mentalitäten und aktuelle Trends und Stimmungslagen in Deutschland. Zentrale Frage nach wie vor, wie wollen wir miteinander leben? Zusammenwachsen statt auswachsen, über Dialog, über solche Formate. Ich bin ganz froh, dass ich gar nicht weiß, ob ich nun ostdeutsch bin oder westdeutsch. Manchmal bin ich so, manchmal so. Wir sind ja jetzt alle schon länger mit gemeinsamen Herausforderungen konfrontiert. Und da können wir voneinander lernen und da können wir auch voneinander profitieren. Die Ergebnisse der Gespräche fasst die Kommission in ihrem Bericht an die Bundesregierung zusammen, der Ende 2020 veröffentlicht wird. Ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich selbst einen Beitrag leisten konnte. Die Gespräche, die wir geführt haben, waren sozusagen eine zarte erste Pflanze und ich glaube, davon braucht es einfach wirklich mehr. Vielleicht war jeder Einzelne von Ihnen dazu bereit, eine neue Meinung sich anzuhören, eine neue Meinung sich anzueignen und allein deswegen sind Sie in meinen Augen für die neue Generation Vorbilder. Gestatten Sie, dass ich mich darstelle. Es gibt ein paar Unterschiede. Aber die Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall größer. Wir sind eins. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hatte viel Spaß.